Glissana, weit und breit bekannt und immer noch ein Riesenthema, die Toilette im Wohnmobil. Nach nun fast über 2 Jahren Erfahrung, Montagen und auch selbst in meinem Fahrzeug nutzend, möchte ich euch hierzu auch ein kleines Update geben. Hallo und herzlich willkommen beim Mika Caravan bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Michael und ich möchte euch heute ein kleines Update geben über die Toilette Glissana. Es scheint auch auf YouTube immer ein Riesenthema zu sein. Viele, viele Videos rauf und runter, Vor- und Nachteile, Erfahrungsberichte und so weiter. Da will ich natürlich auch meinen Senf dazu geben und auch meinen Beitrag dazu geben aus unserer Erfahrung raus. Und ich behaupte, Also ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich behaupte, ich bin derjenige, der die meisten Glissana-Toiletten in Deutschland bisher verbaut hat. Behaupte ich jetzt einfach. Also wir verbauen wirklich fast täglich eine Toilette, fast täglich. Und wir können die Arbeitstage zusammenzählen, wie viele Toiletten das dann im Jahr sind. Das machen wir jetzt schon eine Zeit und daraus ergibt sich natürlich einiges an Erfahrungen, Feedback auch von den Kunden und natürlich auch Stabilität und Reklamationsanfälligkeit. Und über das Ganze möchte ich euch heute mal reden, inklusive auch den Einbau. Also, lasst uns gleich loslegen, ist ein interessantes Thema. Hier haben wir das gute Stück, die Glissana. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, zu den technischen Werten kann ich nur sagen, sie hat eine kurze Stromaufnahme von ca. 25 Ampere im Verschweißungsvorgang für ein paar Sekunden. Was ich immer sage, was von der Autarkie zu vernachlässigen ist, weil wir verbringen ja nicht Stunden auf dem Topf und verschweißen einen Beutel nach dem anderen, sondern man geht am Tag 3-4 Mal auf Toilette für jeweils 5-10 Sekunden verschweißen und dann ist der Strombedarf eigentlich zu vernachlässigen. Das ist also keine große Thematik. Kosten an sich, ja, der Toilettengang ist natürlich etwas teurer wie bei einer ganz normalen Kassettentoilette. Ist vollkommen richtig, mache ja gar kein Hehl draus, das ist so. Aber man muss ja auch dazu sagen, ich habe trotz alledem wesentlich mehr Komfort. Der Komfort erschließt sich für mich daraus, dass ich im Prinzip einen Toilettengang habe wie zu Hause. Ich kann mein kleines Geschäft verrichten, mein großes Geschäft verrichten in ein Behältnis, kann mein Toilettenpapier nutzen, mein fünflagiges Toilettenpapier und wenn ich möchte sogar meine Feuchttücher. Ich kann Name, Hygieneartikel loswerden und alles in den Beutel einschweißen und sauber entsorgen in einer Restmülltonne. Ich weiß, da gibt es auch schon die ersten Kritiker, wegen der Restmülltonne ist alles richtig. Es gibt aber immer über alle Produkte irgendwas zu schimpfen und irgendwas zu sagen, das ist natürlich auch richtig. Es gibt immer ein Dafür und ein Dagegen und es hat natürlich immer auch leichte negative Vorteile, Parts, aber auch sehr viel positive Parts. Für mich zum Beispiel ist das ein wahnsinniger Gewinn, weil ich alles in einem wie zu Hause erledigen kann. Ich muss meinen Hinterlassenschaften nicht zweimal begegnen, sondern ich begegne diese nie mehr. Ich mache alles da rein, ich putze mich ab, werfe das hinterher und drücke auf den Knopf, mache den Deckel zu und es ist weg. Danach öffne ich hier den Beutel, nehme den Beutel raus und entsorge den und schmeiße den entsprechend dann in die Restmülltonne. Ist ein relativ einfaches Vorhaben. Und für mich einfach vom Handling her ein
echter Gewinn. Sie schaut toll aus, man sitzt bequem. Hier wird dann nur angezeigt, wie viel Resttoilettengänge das man hat. Vom Handling her einfach perfekt. Und für diesen Komfort in meinem Wohnmobil bin ich durchaus bereit, etwas mehr zu bezahlen. Es ist aber genau das Gleiche. Viele sagen, ich kaufe mir keinen Fiat Ducato, sondern ich möchte einen VW oder MAN oder Sprinter, weil einfach der Fahrkomfort besser ist. Und dieser Aufpreis ist mir das dann einfach wert. Und genauso sehe ich es bei der Toilette. Es ist mir einfach da, mir persönlich, der Aufpreis wert zu sagen, ich muss die Liner kaufen und die sind etwas teurer wie die Chemie oder die Biologie und der Wasserverbrauch, den ich habe, sondern das ist es mir einfach wert, weil ich keine Kassette mehr entleeren muss. Ich muss die Kassette nicht über den Platz schleifen. Ich sappel mich nicht voll. Ich muss die Kassette nicht ausspülen und ich muss meinen Hinterlassenschaften nicht nochmals hinterher gucken und ich habe keine wilden Gerüche in meinem Fahrzeug. Also das ist meine persönliche Meinung und dazu stehe ich auch. Jetzt gibt es ja auch noch die Trockentrenntoiletten, kann man auch machen, haben auch Vorteile natürlich, haben für mich hingegen aber zu einer Glissana auch wieder entsprechende Nachteile. Zum Beispiel Feststoff kann man auch längere Zeit nutzen, ist vollkommen richtig. Urin allerdings muss ich fast täglich, spätestens alle 2 Tage ausleeren. Hemmt mich ein wenig in der Autarkie, weil wohin mit dem Urin, wenn keine Toilette vorhanden ist? Kann jeder nachlesen, da bin ich dann ein bisschen empfindlich, kann jeder nachlesen, Urin in der Öffentlichkeit oder sprich am Acker, in der Wiese oder sonst wo ist strikt verboten. Wird auch bis zu 5.000 € Geldbuße geahndet, wenn man erwischt wird. Also menschliche Hinterlassenschaften in der Natur, auch das kann man nachlesen, warum das so ist, kann man mal in Google eingeben, ist ganz interessant, ist Gift für unsere Pflanzenwelt und das ist halt einfach nicht so gut, darum auch verboten. Und jetzt sage ich einfach mal, schaut es auch nicht schick aus, wenn auf einem schönen Campingplatz, auf einem schönen Stellplatz oder auf einem schönen Autarkieplatz an einem See jeder seinen Urinbecher, seine 3-4 Liter Urin in die Prärie kippt, finde ich jetzt auch nicht wirklich toll, weil das riecht dann auch wie auf den Autobahnraststätten in den Büschen, wo die ganzen LKW-Fahrer reinmachen. Kann man machen, muss man nicht machen, ist aber nicht wirklich schick. Dadurch hemme ich mich so ein bisschen in der Autarkie und Toilettenpapier bei vielen Toiletten oder bei vielen Trockentrenntoiletten separat entsorgen, finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Das ist aber meine persönliche Meinung. Viele kommen mit der Trockentrenntoilette super klar, auch toll, hat auch ganz klar ihre Berechtigung, bin auch gar nichts dagegen. Für mich persönlich ist aber die Glissana wesentlich komfortabler. Schöner, komfortabler, wie eben Kassettentoilette, wie eben Trockentrenntoilette. Und das finde ich hier schon echt schick. Mittlerweile hat Glissana auch ein paar Updates gefahren. Gibt tolle Erneuerungen. Mittlerweile kann man sogar den Verschleiß der PE-Bänder, der Schweißbänder, wird angezeigt und lauter so Kleinigkeiten. Tolle, tolle Geschichte. Und ich muss sagen, ich habe sie schon lange in meinem Fahrzeug. Ich war einer der Ersten, der es mit verbaut hat in mein Fahrzeug, damals mit Glissana. Markus Fan for Van haben es auch eingebaut. Und ich muss wirklich sagen, es ist schon toll. Also ganz ehrlich, es ist wirklich, wirklich toll. Und jetzt gucke ich trotzdem mal schnell in unserem System nach, wie viel ich verbaut habe. Und dann erzähle ich euch was zu den Reklamationen. Es sind also insgesamt über 350 Toiletten, wo ich verbaut habe. Bei über 350 Toiletten habe ich an Reklamationen gehabt. Ich will es jetzt nicht wirklich zu unrealistisch machen, aber ich habe extra nachgeschaut. Ich glaube, es waren ca. 15 Toiletten. Nicht mehr und nicht weniger. Und das war ganz stark in der Anfangsphase. Da hat es mal ein kleines Problem gegeben mit dem Verschweißen und zum einmal mit dem Bügel, wo da immer ausklappt waren. Aber es waren eigentlich Kleinigkeiten. Das Ganze war unser Thema.
Ich glaube, das ist eine erschreckend gute Quote. Und auch meine Glesana in meinem Fahrzeug läuft jetzt schon seit über 2 Jahren komplett, ich hätte schon fast gesagt, unfallfrei, reklamationsfrei. Funktioniert tadellos, die Verschweißungen sind dicht, noch nie was ausgelaufen. Wirklich richtig, richtig toll. Und ich erzähle mal eine Anekdote, weil viele auch Angst haben vor den Gerüchen. Ist denn die Folie auch wirklich dicht und so weiter? Ja, sie ist wirklich dicht. Ich habe mal nach einem Urlaub bin ich mal zurückgekehrt und habe vergessen, den Ding unten auszuleeren. Da waren noch 4 oder 5 Beutel drin und habe die einfach liegen lassen, weil ich es vergessen habe. War Sommer und nach 3 Wochen ist mir glühend heiß eingefallen, oh Gott, ich muss ja das nur rausschmeißen. Ich bin ins Wohnmobil rein und habe schon Wunder erwartet, was da riecht. Gar nichts. Wirklich rein gar nichts. Und das finde ich schon eine ganz tolle Sache. Und da muss ich sagen, ist das wirklich eine Errungenschaft für mich in der Toilette, im Umgang auf beziehungsweise in den Umgang mit Autarkie frei stehen. Weil wenn ich irgendwo mal frei stehe und habe jetzt keine Möglichkeit, was wegzuschmeißen, ja mei, dann lasse ich es halt in der Gitterbox und heb die mal in meiner Heckgarage auf und schmeiß die dann an der nächsten Mülltonne weg. Ohne große Probleme und so weiter. Jetzt kommen ganz viele Geschichten auf mich zu, wie zum Beispiel, dass angeblich schon die ersten Stellplätze, Campingplätze, Schilder aufgestellt hat, in ihren Mülltonnen darf man das nicht entsorgen. Habe ich bis jetzt aber allerdings nur gehört, selber gesehen und erlebt habe ich das noch nie. Also ich war schon viel unterwegs mit meiner Glesana, ob in Schweden, ob in Spanien, ob hier in Deutschland, in Österreich, ganz egal. Ich habe es noch nie erlebt. Ich habe noch nie irgendwo ein Schild gesehen, wurde noch nie angesprochen, wurde noch nie beschimpft oder wurde noch nie irgendwo gerügt, weil ich Glesana-Beutel in eine Mülltonne geschmissen habe. Also ich weiß nicht, inwieweit das die Geschichten so stimmen oder ist es Hörensagen. Würde mich mal eure Meinung interessieren, würde mich möglich interessieren, eure Erfahrung, wenn ihr auch eine Glesana habt, was ihr davon haltet, was ihr dazu sagt. Ich persönlich kann nur sagen, als Fazit ist das für mich eine Toilette, die einfach fürs Rundum-Wohlsein sorgt. Und wir wissen alle, das tägliche Geschäft ist ein Bedürfnis, was wir alle verrichten müssen. Und man kann es auf die eine oder andere Weise natürlich tun. Jeder hat da seine anderen, ich will schon fast sagen, Vorlieben, wenn man auch davon sprechen kann. Der eine geht gern auf Trockentrenntoiletten, der andere stört sich nicht an einer Kassettentoilette, weil ihm das vollkommen okay ist. Ich finde Kassettentoiletten jetzt nicht ganz so prickelnd, weil man riecht es im Sommer. Wie gesagt, man muss es ausleeren, man muss den Kanister. Aber es gibt Menschen, denen stört es überhaupt nicht, was auch vollkommen berechtigt ist. Das ist jetzt hier kein du musst das machen, sondern das ist nur Vor- und Nachteile abwägen und meine persönliche Einschätzung. Und ich finde halt einfach die Glesana schon richtig toll. Gibt ja auch schon die ersten Firmen, die versuchen, sich da nachzubauen oder bauen sogar nach, keine Ahnung. Ich habe selber noch nicht gesehen. Also muss ja da schon was dran sein. Und allein die Tatsache, dass wir fast jeden Tag eine Toilette umbauen oder eine Toilette verbauen, ist schon ein Zeichen dafür, dass es auch für viele schon ein Riesenthema ist. Ich finde sie toll. Muss ich immer wieder sagen, ich habe nur Positives zu berichten. Sie läuft stabil, sie läuft durchgängig und dann kommt immer, ja, das fällt mir nur ein, dann kommen immer so Argumente wie, ja, was ist denn, wenn der Strom ausfällt? Dann kann ich ja nicht mehr auf Toilette gehen. Heieiei, ja, vom Grundsatz her ja, das stimmt natürlich, weil ich nicht mehr verschweißen kann. Aber was ist denn, wenn meine Wasserpumpe kaputt ist? Dann kommt das Argument, ja, dann kann ich ja mit dem Eimer nachschütten. Ja, natürlich kann man das. Das kann man aber auch nicht immer machen. Oder wenn irgendwas anders kaputt ist. Also es kann immer mal was kaputt gehen. Aber dazu möchte ich nur sagen, dass diese Toilette wirklich sehr stabil ist. Also ich persönlich hatte noch nicht einen Anruf von unseren Kunden. Ich habe keinen Strom mehr gehabt, meine komplette Glesana funktioniert nicht mehr. Und wir wissen alle, wie oft ist uns das als Camper schon passiert,
dass wir irgendwo autark irgendwo stehen und alle Akkus, alles ist tot und gar nichts geht mehr. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieses eintritt, ist schon fast zu vernachlässigen, ist nahezu null. Von dem her für mich wirklich ein tolles Produkt, was sich die Schweizer Firma da einfallen hat lassen. Und ich kann nur immer wieder betonen, ich habe es jetzt schon oft genug gesagt, für mich persönlich, für meine Bedürfnisse eine echte Wohltat. Da macht mir das Wohnmobil-Listendasein und das Wohnmobil, der Wohnmobilurlaub als solches gleich wirklich viel, viel mehr Spaß, weil ich meine eigene tolle Toilette dabei habe mit meinen Bedürfnissen, die da erfüllt werden. Und das ist schon für mich tolle Geschichte. Banktoilette raus und Glissana rein. Hier haben wir auch ein Fahrzeug, wo umgerüstet wird. Und das zeige ich euch mal ganz kurz. Ist natürlich gerade bei Banktoiletten schon ein größerer Aufwand. Warum ist das ein größerer Aufwand? Hier steht ja normalerweise die Banktoilette. Jetzt müssen wir hier natürlich überall Verblendungen machen. Muss die Duschwanne etwas einkürzen, muss entsprechend die Toilette platzieren, muss dann entsprechend unterfüttert werden und. Das alles ist natürlich schon ein Riesenaufwand. So viel auch gleich mal zu dem Thema Einbauaufwand und Einbaukosten. Wenn man so eine Banktoilette rausmacht, hat man natürlich viel Anpassungsarbeiten. Das dauert. Da sind natürlich Stunden drauf, wo man nur Unterfütterungsmaterial, Blenden, Silikonnähte, Anpassungsmöglichkeiten machen muss, die schon in sich hat. Dann muss man hier natürlich jetzt in dem Fall auch noch Platz für Display finden, muss die ganze Stromversorgung noch zusätzlich machen. Und das ist natürlich schon ein Aufwand. Dann gehen wir jetzt mal noch nach außen, wie das Fach dazu ausschaut. Ihr seht, auch hier sind wir natürlich noch nicht fertig. Hier wird alles noch angepasst. Hier haben wir schon die Stromversorgung. Die musste natürlich von der Batterie, jetzt in dem Fall relativ einfach, von hinten hochgezogen werden. Dann haben wir hier nur ein paar Kleinigkeiten, dass hier der Schlauch zurückgebaut werden muss. Denn innen drin war dieses T-Stück, wo natürlich hier dann das zur Toilette geht. Wir bauen, wenn es uns möglich ist und wir auch rankommen, das immer komplett zurück, sodass kein Brackwasser entstehen kann und wird wieder komplett neu abgedichtet. Und dann zu guter Schluss wird hier alles wieder sauber gemacht und wird hier wieder sauber abgekastet, damit man nichts mehr sieht. Und dazu möchte ich euch auch nochmal zwei Einbauten einblenden, wie bei uns so ein Kasten aussieht von außen, wenn er fertig ist. Für mich halt ganz wichtig, dass wir keine Kabel, keine Relais und nichts sehen. Ich habe schon viele Einbauten gesehen von Glissana. Finde ich überhaupt nicht schön, wenn hier dann die Kabelstränge entlang laufen, wenn die Relais hier irgendwo seitlich montiert sind und so weiter. Da haben wir uns auch natürlich unsere eigene Art angeeignet. Warum finde ich das nicht schön? Weil diese Fächer oft dafür verwendet werden, dass man einfach Stauraum hat, indem man Schuhe, Flipflops oder die Folienliner für die Glissana reinlegt. Und da macht es natürlich absolut Sinn, wenn man dann dementsprechend Platz hat und es sauber verkleidet ist, kein Kabel im Weg ist, wo man hängen bleiben kann und alles schön sauber wieder verräumt ist. Hier haben wir dann nur den elektrischen Anschluss und schon ist es fertig. Unter anderem drehe ich mich jetzt einfach mal hier um, kriegt auch dieses wunderschöne Fahrzeug, ein Bimobil, eine Glissana. Also ihr seht, allein heute sind schon zwei Glissanas, die hier in, schauen wir mal rein, diese Toilette, hier sehen wir den Zettel unten auf dem Platz. Da ist nämlich keine Toilette drin, die hat er extra weggelassen, der Kunde, weil er auch hier eine Glissana kriegt. Gut, das Fahrzeug kriegt natürlich noch viel, viel mehr. Wir bauen hier Wechselrichter, Lithium-Akkus, Solaranlage,
alles Mögliche ein, inklusive Internet, inklusive Frontbügel, Schnorchel und ach, viele, viele Dinge mehr. Aber das wird ein extra Video, da bringe ich euch mal mit. Heute geht es ausschließlich um Glissana. So, ich hoffe, das Video war für euch ein bisschen aufschlussreich. Ich schmeiß hier nicht mit Zahlen, Fakten, Daten in den Form groß umeinander, weil ich finde, das ist eine Gefühlseinschätzung. Es ist natürlich für jeden Menschen auch unterschiedlich. Daher ist es natürlich mit Zahlen, Fakten, Daten immer schwer zu belegen, weil es ja auch eine Empfindensfrage ist. Der eine, der möchte den Komfort haben, weil er genauso tickt wie ich und sagt, ich will meine Kassette auch nicht ausleihen, ich finde es eklig, ich möchte das und jenes tun, so und so, wie das hier mir die Glissana bietet, dann ist das schick. Der andere sagt, nein, ich möchte lieber Trockentrenntoilette haben, weil das für ihn schick ist. Der nächste sagt, ich möchte lieber, weiterhin seine Kassette nutzen oder was auch immer. Es gibt auch Menschen, was auch toll ist, die lassen die Kassette und legen da dann einfach eine Tüte rein, um fürs große Geschäft loszuwandern. Und dann gibt es auch Firmen, die bauen die Kassettentoilette um in eine Art Trockentrenntoilette. Also da gibt es ganz, ganz viele Systeme mittlerweile auf dem Markt. Wir haben uns für das System Glissana einfach entschieden, weil es ja für mich einfach schon ein tolles System ist aus den genannten Gründen. Und für mich eben einfach dieser Mehrwert da ist und da zahle ich gern pro Toilettengang 2 Cent, 5 Cent mehr. Denn wenn wir mal überlegen, wir gehen an der Raststätte am Klo, ja, da kriegen wir so einen Toggle und dann können wir das uns wiederholen. Oder du gehst in der Stadt irgendwo aufs Klo, überall muss man mittlerweile 50, 60, 70 Cent zahlen für einen Toilettengang. Da ist das noch relativ günstig. Ja, das zum Thema Glissana. Unserer Einschätzung nach, das, was wir hier erleben in Dinkelsbühl, was wir verbaut haben, wie unsere Kunden das aufnehmen, wahrnehmen. Und ich glaube, ja, die Toilette wird noch einige Zeit existieren und wird noch einige Zeit verbaut werden, weil der Bedarf einfach wirklich da ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und natürlich freue ich mich auch über eure Kommentare, über eure Erfahrung. Welche Toilette habt ihr? Welche Toilette benutzt ihr? Und wie seid ihr damit zufrieden? Was gefällt euch nicht? Was gefällt euch? Ihr habt eine Glissana, findet es toll, findet es nicht toll? Und. Schreibt kräftig rein, würde mich wirklich interessieren. Und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Da werden wir mal was anders anschneiden. Und zwar Lithium-Akku, Sinn oder Unsinn. Auch ein ganz spannendes Thema für mich. Da hätte ich auch noch ein paar Takte dazu zu erzählen. Also, wir sehen uns. Bis dahin. Euch schon mal eine schöne Zeit. Bleibt mal gesund und Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video. Euer Micha. Ciao, ciao. We'll be right back.